sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste der Ilmitzer Gespräche 2022. Ich freue mich sehr, dass Sie hier im Nationalpark Neusiedlersee zusammengekommen sind, um in den kommenden Tagen über die Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung für den Seewinkel, für das Burgenland, aber auch für ganz Österreich zu sprechen. Als die ersten Ilmitzer Gespräche im Oktober 2020 virtuell stattgefunden haben, war die Pandemie auf einem Höhepunkt. Und schon damals war Ihr Motto: Wir haben keine Zeit mehr. Seitdem haben uns Covid und geopolitische Konflikte vor Augen geführt, wie begrenzt unser Zeitfenster für präventive Maßnahmen ist. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen die größten Krisen unserer Zeit, die Klima- und die Biodiversitätskrise, nicht aus den Augen verlieren. Denn indem wir heute vernetzt gedachte Entscheidungen mit Weitblick treffen, stellen wir die Weichen für eine resilientere, nachhaltigere Zukunft. Hier im Seewinkel sind Ihnen die Auswirkungen der Klimakrise längst aus eigener Erfahrung bekannt. Temperaturextreme und Hitzewellen stellen nicht nur gesundheitliche Risiken für uns Menschen dar, sondern verändern auch die Natur und ihre Ökosysteme tiefgreifend. Der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel ist einer der bedeutendsten Naturschätze Österreichs. Er beherbergt eine beeindruckende Diversität an Tier- und Pflanzenarten und ist darüber hinaus wirtschaftliche Lebensgrundlage für viele Menschen der Region. Die Klimakrise bedroht diesen Lebensraum jedoch gleichermaßen ökologisch wie ökonomisch. Und es liegt an uns, ihn zu schützen. Creating the Future Now, dem sehr passend gewählten Motto der diesjährigen Ilmitzer Gespräche, möchte ich hinzufügen, dass wir als Hauptverantwortliche für die drastischen Entwicklungen der Biosphäre es auch sind, die kollektiv die Zukunft gestalten können. Es liegt in unserer Hand, die Klimakrise zu bewältigen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das Wissen und die Fähigkeiten haben, um durch innovative Lösungen zusammenzukommen und klimagerechte Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Es braucht für diesen Wandel antizipative Strategien und Weitblick auf den verschiedenen Ebenen der Entscheidungsträgerinnen, regional, national und europäisch. Es braucht darüber hinaus aber auch Veranstaltungen wie die Ilmitzer Gespräche, um zukunftsfähige, lokal verankerte Ideen zu generieren. Denn es geht heute darum, althergebrachtes Silo-Denken zu durchbrechen. Menschen aus verschiedenen Bereichen miteinander in Verbindung zu bringen, macht es möglich, auch die Querverbindungen, wie sie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die SDGs, beschreiben, zu entdecken und gemeinsam die Potenziale zu realisieren. Zukunft ist keine lineare Fortschreibung der Gegenwart. Die jüngste Vergangenheit, der grauenvolle Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, hat uns das eindrücklich vor Augen geführt. Deshalb arbeitet das BMK tagtäglich an Maßnahmen, die gegenwärtige Herausforderungen in unserer Energieversorgung adressieren und gleichzeitig die Bedürfnisse künftiger Generationen mitdenken. Hier ist uns schon einiges gelungen, wie unter anderem das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das zu einem Rekordzubau von Wind- und Sonnenenergie im Jahr 2022 führt und unseren Weg zu 100% erneuerbarem Strom im Jahr 2030 ebnet. Das Klimaticket, das wir gemeinsam mit den Bundesländern und allen Verbünden erfolgreich umgesetzt haben und das so viele Menschen in Österreich nutzen und damit einen wertvollen Beitrag für nachhaltige Mobilität leisten. Der Klimarat, der es Bürgerinnen und Bürgern möglich gemacht hat, aktiv die Klimazukunft unseres Landes mitzugestalten. Mehr als 90 Empfehlungen für ein klimagesundes und klimaneutrales Österreich bis 2040 wurden vom Klimarat erarbeitet und der Bundesregierung übergeben. Die neue Umweltstiftung, mit der die Bundesregierung direkt in den Green Jobs Sektor investiert. Die Stiftung als gemeinsames Projekt des BMK, des Arbeitsministeriums sowie der Sozialpartner und des AMS fördert Aus- und Weiterbildung im Umweltbereich mit 17 Millionen Euro. Zusammenfassend möchte ich betonen, dass es an uns allen liegt, aktiv für eine klimagerechte Zukunft einzustehen. Dabei sind wir alle gefragt, Politik, Wirtschaft, Forschung oder Zivilgesellschaft. Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Trotz der herausfordernden Situation bin und bleibe ich zuversichtlich, weil wir ganz im Sinne Ihres diesjährigen Mottos heute durch gemeinsames sozial- und klimaverantwortliches Handeln eine lebenswerte Zukunft für uns und nachkommende Generationen gestalten können. Die Ilmitzer Gespräche bieten dafür eine wichtige Plattform. Sie schaffen Bewusstsein im Seewinkel und darüber hinaus. Und sie alle leisten damit einen essentiellen Beitrag für die nachhaltige Veränderung unserer Gesellschaft. Für dieses Engagement bedanke ich mich herzlich bei Ihnen und wünsche konstruktive Diskussionen und inspirierende Tage.